Nachdem wir uns nun theoretisch und praktisch mit der Analogtechnik beschäftigt haben, wenden wir uns nun der Digitaltechnik zu. Wie immer zuerst die Theorie. Schauen wir uns mal den Gleisplan an. Ich sagte ja schon eingangs, dass wir die gleiche Gleisanlage nehmen, also den gleichen Gleisplan, das gleiche Gleis, Geoline, Innenkreis, Außenkreis, die gleichen Weichen, die gleiche Anordnung, Abstellgleis. Aber wir sehen schon, wir brauchen keine Weichenschalter mehr, denn in diesen Weichen haben wir nicht nur den vorhin schon genannten elektrischen Antrieb, sondern auch einen Decoder, entfallen also die Weichenschalter. Hier sehen wir das Digitalsystem. Ich sagte auch schon eingangs, wir verwenden die Z21, hier ist sie, mit dem dazugehörigen Netzteil, hier angeschlossen die Multimaus, hier der WLAN-Router über ein LAN-Kabel mit der Z21 verbunden und hier befindet sich das Netzteil für den WLAN-Router. Optional kann man natürlich hier arbeiten mit einem Smartphone oder mit einem Tablet-PC über WLAN mit dem WLAN-Router und somit mit der Z21 verbunden. Im analogen wie im digitalen Bereich habe ich hier ein Voltmeter mal angebracht, damit wir mal im praktischen Betrieb die Spannung, die wir dort anliegen haben, sehen können. Welche Spannung liegt nun auf dem Gleis, wenn wir vom Digitalen reden? Im analogen war es eine Gleichspannung, die wir in der Polarität ändern konnten. Über die Höhe der Spannung veränderten wir die Geschwindigkeit, über die Polarität veränderten wir die Fahrtrichtung. Was passiert nun im digitalen Bereich? Dazu schauen wir uns mal hier ein Oszillogramm an. Dieses Oszillogramm zeigt den Spannungsverlauf auf dem Gleis, also jene Spannung, die die Z21 auf das Gleis gibt. Das Gleisanschlusselement hier darf nun keinen Endstörkondensator mehr tragen. Warum, werden wir später sehen. Wir sehen jetzt hier den Spannungsverlauf über der Zeitachse dargestellt. Wir können sofort erkennen, es ist keine Gleichspannung mehr, sondern eine rechteckförmige Wechselspannung mit zwei Frequenzen. Hier die höhere Frequenz, hier die niedere Frequenz. Die Spannungshöhe, also die Spitzenspannungshöhe von hier bis da, beziehungsweise von der Mitte bis unten, ist immer konstant, liegt etwa bei 20 Volt. Also die wird unabhängig von der Zeit und unabhängig von der Schienenlage immer konstant sein. Circa 20 Volt. Dadurch, dass wir nun durch die Kombination von Wellenzügen der höheren Frequenz mit Wellenzügen der niedrigen Frequenz koppeln, verstecken wir in der Versorgungsspannung gleichzeitig eine Informationsspannung. Also wir kodieren ein Fahrbefehl oder Schaltbefehl. Wenn wir also in dem Spannungsverlauf einen Schaltbefehl, einen Fahrbefehl verstecken, also kodieren, müssen wir natürlich in der Lok das Ganze dekodieren, nutzbar machen. Folgerichtig brauchen wir in der Lok einen Decoder. Wir werden im praktischen Teil auch sehen, auch im digitalen Bereich, die Loks, die wir im analogen genutzt haben, also ohne Decoder, benutzen wir in gleicher Weise, dann aber versehen mit einem Decoder hier auf der Gleisanlage und steuern mit der Z21, mit unserem Digitalsystem, also die digitalisierten Loks. Wenn wir nun Fahrbefehle, Schaltbefehle kodieren können, dann können wir über diese Rechteckspannung mit den zwei Frequenzen auch Adressen vergeben für die Lok. Müssen Sie sich so vorstellen, als wenn Sie jetzt den Herrn XY in der Stadt Berlin meinetwegen anrufen. Sie wählen seine Nummer, dann klingelt das Telefon nur bei ihm, bei dem Herrn XY, nicht bei anderen. So hier genauso, wir geben den Loks, den Decodern eine Adresse. Wählen wir die Adresse an,
wird nur diese Lok angesprochen, also erhält nur jene einen Fahrbefehl. Folgerichtig können wir nun erstmalig im Gegensatz zur Analogtechnik mehrere Loks auf ein und demselben Schienenkreis, auf ein und demselben Stromkreis völlig unabhängig voneinander fahren. Wenn wir, nochmal wiederholt, hier Schaltbefehle verstecken können, würde es auch bedeuten, sobald wir hier in die Weichen einen Decoder einbringen, dass wir über unser Digitalsystem also auch Weichen betätigen können, über Weichenadressen. Weiterhin können wir, noch, ich bleibe bei den Schaltbefehlen, auch gleichzeitig Schaltbefehle im Decoder der Lok auslösen. Das heißt also, denkbare Funktionen wie Licht, Rauch, Sound können wir nun schalten. Dadurch, dass die Spannung, die Spitzenspannung überall gleich ist, unabhängig von der Geschwindigkeit, heißt das auch, dass alle Funktionen nicht nur schaltbar sind, sondern im Gegensatz zur Analogtechnik auch gleichzeitig unabhängig von der Geschwindigkeit sind. Licht eingeschalten bedeutet, das Licht wird im Stand genauso hell brennen wie bei maximaler Geschwindigkeit. So viel erstmal zur Digitaltechnik an sich. Dann gibt es noch eine Besonderheit bei der Geschwindigkeitsänderung der Loks. Ich sagte ja schon, in der Analogtechnik realisieren wir die Geschwindigkeitsänderung durch das Absenken oder Erhöhen der Gleichspannung am Gleis. In der Digitaltechnik geht das anders, ganz anders. Dort verwenden wir die sogenannte Impulsbreitensteuerung. Was das ist, schauen wir uns mal hier unten in der Abbildung 5 an. Bedeutet, der Decoder liefert an den Motor der Lok keine konstante Gleichspannung, sondern einen Impuls verstellbarer Breite. Hier wieder die Spannung angezeigt, hier die Zeitachse. Soll die Lok langsam fahren, dann geben wir auf den Motor einen kurzzeitigen Impuls mit einer Spannung von etwa 15 Volt. Dann folgt eine Pausenzeit, wieder ein Impuls mit 15 Volt, wieder Pausenzeit. Also eine kurze Impulsbreite bedeutet, der Anker des Motors dreht sich impulsartig, würde im Prinzip auf der Erde das Gravitationsgesetz nicht gelten, dann würde sich der Anker genauso ruckweise drehen wie hier der Impuls. Aber das Trägheitsmoment würde das alles verschleifen. So würden wir hier im Prinzip erreichen können, dass der Anker sich sehr langsam dreht. Wollen wir die Geschwindigkeit der Lok, also die Umdrehungszahl des Ankers, ändern, erhöhen, dann passiert nichts anderes, als dass bei gleicher Impulshöhe, also 15 Volt, die Impulsbreite vergrößert wird, die Pausenzeit verkürzt. Der Anker des Motors dreht sich schneller, unsere Lok fährt schneller. Wollen wir mit Maximalgeschwindigkeit fahren, dann wird die Pausenzeit zu 0 und uns erscheint wieder die bekannte Gleichspannung, wie wir sie aus der Analogtechnik kennen. Schlussfolgerung aus dieser Impulsbreitensteuerung: Auch beim langsamsten Fahren bekommt der Motor kurzzeitig die volle Spannung. Das heißt, er entwickelt kurzzeitig auch das volle Drehmoment. Wir werden das dann an der Anlage im praktischen Betrieb sehen. Die Auswirkungen sind fantastische Langsamlaufeigenschaften. Das, was ein Modellbahner begeistern kann. Denn schnell fahren alle Lokomotiven, nur nicht langsam. Aber genau das können wir dank der Impulsbreitensteuerung erreichen. Diese Impulsbreitensteuerung ist Bestandteil einer jeden Digitalsteuerung. Es wird nur nicht mehr genannt und erwähnt. Aber es ist so. Impulsbreitensteuerung, und die machen wir uns fahrtechnisch zunutze. Nach dem theoretischen Teil Digitaltechnik kommt, wie immer, danach der praktische Teil, nämlich Digitaltechnik. Wie Sie sehen, haben wir den gleichen Schienenkreis,
Kreis wieder aufgebaut, den gleichen Gleisplan gelassen, aber mit folgenden Änderungen. Erstens, wir haben die Isolierverbinder zur Trennung der beiden Stromkreise Innenkreis, Außenkreis rausgenommen und durch elektrisch leitende Fußlaschenverbinder ersetzt. Genauso haben wir hier beim Abstellgleis den Schienenverbinder rausgenommen, alles elektrisch leitend verbunden. Somit ist das, werte Zuschauer, alles, was wir hier sehen, ein einziger Stromkreis. Es ist auch leicht zu sehen, dass das jetzt hier auf einmal viel aufgeräumter aussieht. Wir brauchen keine Schalter mehr für die Weichen. Wir brauchen keinen Schalter mehr für das Abstellgleis. Wieso und warum werden wir gleich sehen. Ich habe auch in die Weichen bereits einen Weichendecoder eingebaut. Wie das passiert, warum das passiert, das machen wir in der nächsten Sendung. Ich habe also hier einen Weichendecoder. Schauen wir uns das mal in der Kamera an. Das wäre also ein Weichendecoder für Bettungsgleise, wie es das Geoline-Gleis wäre. Das wird eingesetzt, dieser Decoder wird eingesetzt, hier in die Bettung der Geoline-Weiche und mit diesen Pins hier oben in den Weichenantrieb dort gemäß Bedienungsanleitung zum Weichendecoder eingesteckt. Somit wäre unsere Weiche digitalisiert. Ich habe bereits auch diesen drei Weichen voneinander verschiedene Adressen gegeben, nämlich 1, 2, 3. Wohlgemerkt, wie das passiert, machen wir in der nächsten Sendung. Einer der Loks habe ich auch schon einen Decoder eingebaut. Der sieht so aus. Schauen wir uns das mal in der Kamera an. Ein Lok-Decoder, wie er eingebaut wird, unter welchen Umständen und so weiter, alles in der nächsten Sendung. Wir nehmen es jetzt erstmal einfach zur Kenntnis. Noch eine wichtige Änderung betrifft das Anschlussgleis. Erinnern Sie sich, vorhin haben wir ja im analogen Fall gesagt, das Anschlussgleis braucht aus funkentstörtechnischen Gründen einen Kondensator im Anschlussgleis. Wir sehen ihn hier nochmal. Und jetzt parallel dazu, also von mir aus gesehen links oder oben, ist das Anschlussgleiselement für den Digitalfall. Sie sehen also hier fehlt der Kondensator. Und dieser Kondensator ist sehr wichtig, dass er nicht mehr da ist im digitalen Fall. Da gibt es einen ganz eigenartigen, ich würde fast sagen, blöden Satz. Den sollten Sie sich aber merken. Klingt blöd, gebe ich gerne zu. Wenn ein Entstörkondensator stört, muss er raus. Und dieser Entstörkondensator aus dem Analogfall würde aber im digitalen Falle stören. Also muss er raus. Folgerichtig tragen alle Gleisanschlusselemente oder Anschlussgleise für den Digitalfall keine Entstörkondensatoren. Sollten Sie eine bestehende Analoganlage umrüsten wollen auf digital, bedeutet das, erstens, Sie müssten alle Trafos oder alle Analogregler wegnehmen und Sie müssten schauen, ob Ihre bereits bestehende Anlage einen Entstörkondensator im Anschlussgleis trägt. Wenn ja, muss er raus. So viel zur Gleissituation, zum Gleisplan, zur Verschaltung und Installation. Unser Ludmilla, wir kennen Sie noch aus dem Analogfall. Die werden wir jetzt mal aufs Gleis setzen. Und zwar, hier ist noch kein Decoder drin. Steht also die Frage, wie verhält sich eine analoge Lok im digitalen Kreis? Ich stelle sie aufs Gleis. Ich hoffe, dass die Kamera das Geräusch vermitteln kann. Man hört jetzt ein Surren. Eigentlich ein technisch unsauberes Geräusch. Wo kommt das auf einmal her? Ich sagte ja, es ist kein Decoder drin und wir haben im theoretischen Teil gesehen, dass auf dem Gleis jetzt keine Gleichspannung mehr anliegt, sondern eine rechteckförmige Wechselspannung. Als Mischfrequenz wäre hier der Kilohertz-Bereich anzugeben.
Vielleicht kann die Kamera zur Erinnerung nochmal auf das Oszillogramm dieser Wechselspannung zeigen. Rechteckförmige Wechselspannung, zwei Frequenzen, Mischfrequenz etwa im Kilohertz-Bereich gelegen. Diese Spannung liegt am Gleis, kein Decoder drin, also wird diese Wechselspannung direkt an den Motor, an den Gleichstrommotor dieser Lok geleitet. Da Gleichstrommotor aber am Gleis anliegend eine Wechselspannung, kann sich nun dieser Anker des Motors nicht mehr drehen. Wohl aber schwingt er im Takte der Frequenz jener Spannung, die am Gleis anliegt. Und das sind diese vorhin genannten Kilohertz, etwa 2 Kilohertz sind es. Schwingt also der Anker im Takte dieser Frequenz. Was folgt daraus? Haben wir zum Beispiel große Lokomotiven in H0, wie jetzt hier die Ludmilla, dann wäre der Motor bezüglich Masse und Oberfläche hinreichend groß, um die beim Schwingen des Ankers eingetragene Stromwärme schadlos nach außen abzugeben. Passiert nichts. Nehmen wir zum Beispiel aber eine kleine Rangierlok, zum Beispiel eine Köf, dann ist dort ein N-Motor drin. Für diesen Motor, für diese Köf, gilt das eben Gesagte nicht mehr. Der Anker schwingt wieder im Takte der Frequenz, 2 kHz etwa, aber dieser kleine N-Motor ist bezüglich Masse und Oberfläche nicht so groß, dass die eingetragene Stromwärme schadlos abgegeben werden kann. Nehmen wir an, ich würde diese kleine Diesellok, die Köf, eine Stunde, vielleicht auch 2 Stunden dort stehen lassen auf dem Gleis, dann würde ich diese kleine Diesellok einmalig, kurzweilig in eine Dampflok verwandeln. Und das wär's. Deshalb schließen wir grundsätzlich den Betrieb einer analogen Lok im Digitalsystem aus. Nehmen wir die Lok wieder runter. Nun schauen wir uns noch an, wie ist der Spannungsverlauf am Gleis. Wir hatten ja schon an dem Oszillogramm gesehen und ich hatte es im theoretischen Teil auch gesagt, die Spannung, die Spitzenspannung ist zeitlich und überall am Gleis konstant. Der Beweis dazu, vielleicht kann die Kamera hier mal aufs Voltmeter gehen. Der Regler steht jetzt hier auf 0. Wir lesen jetzt hier ab eine Spannung, die variiert ein bisschen zwischen 16,8 Volt bis 17 Volt. Wenn ich jetzt den Regler bewege, auf Höchstgeschwindigkeit nach rechts, auf 0, auf Höchstgeschwindigkeit nach links, sehen wir, wie das Oszillogramm es auch zeigt, die Spannung bleibt konstant. Und das ist ein Wesensmerkmal der Digitaltechnik, welches wir uns zunutze machen werden. Jetzt werde ich noch diese Ludmilla digitalisieren und dann werden wir uns mögliche Digitaleffekte und Eigenschaften des Digitalsystems mal anschauen. Die Ludmilla habe ich mit einem Decoder versehen, ebenso die 101er. Beide sind digitalisiert. Es sind die gleichen Lokomotiven, die wir auch im Analogfall verwendet haben. Und wir wollen uns nun mal mit den Merkmalen einer Digitalsteuerung vertraut machen. Wenn wir zum Beispiel der Ludmilla, besser gesagt dem Decoder der Ludmilla, die Adresse 1 geben und der 101 die Adresse 3, dann werden beide Lokomotiven für das Digitalsystem unterscheidbar. Das Ganze ist, hatte ich schon gesagt, ein Stromkreis. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf meinem Regler die Adresse 1 anwähle, also die Ludmilla, und die in Gang setze, sehen Sie, es fährt nur die Ludmilla. Die 101 bleibt stehen. Warum? Weil die Adressen verschieden sind. Wäre das jetzt ein Analogsystem und ein Stromkreis, würden beide Maschinen gleichsinnig fahren. Rückwärts. Der Drehknopf ist geblieben, ähnlich wie bei dem Analogregler, aber die Fahrtrichtung ändern wir nicht wie im Analogfall durch Polaritätswechsel, sondern per Digitalbefehl.
Und erinnern Sie sich der theoretischen Ausführungen, die Geschwindigkeit ändern wir nicht durch das Absenken oder Anheben der Spannung am Gleis, sondern über eine Impulsbreitensteuerung. Nochmal, nach rechts, nach links. Wenn wir gerade schon mal dabei sind, schauen wir doch gleich mal, wie die Langsamfahreigenschaften der Lok sind. Erinnern wir uns, die Analoglok fuhr bei knappen 4 Volt erst an. Jetzt das gleiche mit der Ludmilla. Die Kamera müsste jetzt mal die Ludmilla ins Bild nehmen. Wir werden also die langsamstmögliche Geschwindigkeit jetzt mal einstellen. Der Regler ist knapp geöffnet. Und wir müssen eine ganze Weile hingucken und sie bewegt sich doch. Die Maschine kann deswegen so langsam fahren, bei voller Zugkraft, weil wir den Motor mittels einer Impulsbreitensteuerung ansteuern. Nur deswegen. So fahren Sie nur mit Impulsbreitensteuerung. Zusammengefasst heißt das, wir erreichen mit dem Digitalsystem, mit der Digitalsteuerung extrem gute Langsamlaufeigenschaften, so wie wir sie analog uns schwer vorstellen können, es sei denn, wir bedienen uns elektronischer Hilfsmittel. Beim Digitalsystem ist die Impulsbreitensteuerung immer inklusive. Schnell fahren sie alle, aber nur nicht langsam. Geben wir ein bisschen Gas. Also hervorragende Langsamlaufeigenschaften. Jetzt werden wir genau wie im Analogfall die Maschine mal umkehren, um 180 Grad drehen. Vorhin, als ich den Regler nach rechts öffnete, fuhr die Maschine nach rechts. Jetzt mache ich das Gleiche. Ich öffne den Regler nach rechts und Sie sehen, die Maschine fährt nach links. Das war im Analogfall nicht so. Hier nehme ich wiederum eine Eigenheit des Digitalsystems. Der Führerstand 1 einer jeden Lok fährt immer voraus, egal wie rum die Lok auf dem Gleis steht. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum Analogfall. Nun wählen wir mal die andere Adresse, die von der 101, das wäre die Adresse 3. Sie sehen jetzt bleibt die stehen und nur die 101 fährt. Jetzt kann ich hier wechseln. Lasse den Fahrbefehl dort bei der 101er stehen, gehe auf die Ludmilla und setze jetzt die in Betrieb. Und Sie sehen, beide Maschinen auf einem und demselben Stromkreis lassen sich völlig getrennt voneinander ansteuern. Auch ein Wesensmerkmal der Digitaltechnik, im Analogfall auf einem Stromkreis so nicht machbar. Wie verhält es sich nun mit dem Licht? Die Kamera möge das bitte mal einfangen, die Frontseite. Dadurch, dass die Gleisspitzenspannung überall und immer konstant ist, wird auch die Beleuchtung unabhängig von der Geschwindigkeit sein. Also sie wird auch im Stand mit maximaler Leuchtkraft leuchten. Und noch eins, sie ist schaltbar. Ich schalte jetzt das Licht ein. Sehen wir es im Bild? Ja. So, also wir können das Licht schalten. Und es ist unabhängig von der Geschwindigkeit, ob wir fahren oder nicht. Das Licht bleibt immer konstant. Und somit auch alle weiteren Funktionen, die da denkbar wären, alle Funktionen, abgesehen vom Sound, sind immer geschwindigkeitsunabhängig. Fassen wir das Ganze zusammen. Wir können dank der Digitalsteuerung mehrere Loks auf einem und demselben Stromkreis unabhängig voneinander fahren lassen
und brauchen dazu nur zwei Drähte vom Digitalsystem zur Schiene. Mit nur zwei Drähten steuern wir die gesamte Anlage, egal ob das jetzt wie in diesem Falle drei Weichen sind oder meinetwegen jetzt 10 Weichen oder 100 Weichen, das ist egal. Völlig davon unabhängig. Ich sagte Ihnen auch, dass ich in die Weichen einen Decoder eingebaut habe. Die Spannungskonstanz am Gleis können wir uns nutzen und die Übermittlung von Befehlen, um auch Weichen über das Digitalsystem zu schalten. Nämlich, lassen wir die noch schnell mal hier vorbei. Geben wir mal ein bisschen Gas, machen die Weichen frei. So. Wenn ich jetzt hier den Weichendecoder eingebaut habe in diese drei Weichen, dann entnehmen der Decoder und der dran anschließende Weichenantrieb seine Steuer- und Versorgungsspannung direkt aus dem Gleis. Erinnern Sie sich, ich muss also nicht durchverdrahten zu einem Stellpult, wo ich mit Schaltern, mit Wechselschaltern die Weichen schalte, sondern das passiert alles über die beiden Drähte. Die Steuerbefehle und Versorgungsspannung kommt über die Schiene zur Weiche. Ich kann jetzt hier in den Weichenmodus gehen und kann die Weichen schalten. Das wäre die Weiche 1, die Weiche 2. Ich wähle die Adresse der Weiche an und kann jede Weiche schalten, ohne ein zusätzliches Stellpult haben zu müssen. Auch ein Gebrauchswert, weniger Verdrahtungsaufwand. Jetzt haben wir die wesentlichen Fälle durch, wie wir im Prinzip die Digitalsteuerung von der Analogsteuerung unterscheiden können. Wir haben gesehen, welche Vorteile die Digitalsteuerung hat, aber wir können auch noch wesentlich mehr machen als das, was wir gesehen haben, nämlich wir können mehr Spielwert, mehr Funktionalität in die Modellbahn hineintragen und das möchte ich Ihnen nun zeigen. Zum Beispiel nehmen wir mal, wir nehmen jetzt die mal runter, fangen wir mal an zum Beispiel hier mit der sogenannten Schneeschleuder. Sie haben schon was gehört. Also, diese Schneeschleuder ist voll funktionsfähig. Alle Funktionen, die das Original hat, können wir dank der Digitalsteuerung auch betätigen und vor allen Dingen unabhängig voneinander. Fangen wir an, wir schalten den Sound ein. Dieselgetrieben. Wir können fahren. Das wäre ja jetzt eigentlich schon gewöhnlich. Nun können wir auch, wie beim Original, vorne die Rotoren aktivieren. Und da die hochtourig sind, wird das ganze Hochlaufen auch akustisch begleitet werden. Das wird sich gleich anhören wie ein Staubsauger. Sie hören und sehen es. Die Rotoren vorne sind in Aktion, wie beim Original. Und wir können auch, selbst bei laufenden Rotoren, die Arbeitsbühne heben und senken. Auch in diesem Zustand, bei laufenden Rotoren mit betätigbarer Arbeitsbühne, können wir nun auch noch fahren. Ein Markenzeichen solcher Schneeschleudern ist es, dass diese nicht wie ihre Oldtimer-Ausführungen auf eine Drehbühne verbracht werden müssen, wenn sie gewendet werden sollen. Diese Schneeschleuder im Original wie im Modell kann selbst wenden, ohne eine Drehbühne zu gebrauchen. Das will ich Ihnen vorführen. Dazu müssen wir, wie beim Original, die Rotoren abschalten.
die Arbeitsbühne ablegen, geben einen kurzen Warnpfiff ab und leiten den Wendevorgang ein. Die Maschine wird jetzt in sich selbst drehen. Ist der Drehvorgang beendet, können wir in entgegengesetzter Richtung wieder fortfahren, ohne eine Drehbühne gebrauchen zu müssen. Also auch ein Gebrauchswert der Digitaltechnik. Nach der Schneeschleuder, die wir gesehen haben in voller Funktionalität, kommt nun der nächste digitale Funktionsartikel. Völlig unscheinbar ein ICE. Was ist daran Besonderes? Selbstverständlich können wir hier das Licht schalten, wie bei anderen auch. Das Licht brennt, wie bei anderen auch, unabhängig von der Geschwindigkeit, also auch im Stand. Aber das alles ist nicht das Markenzeichen dieses ICE, sondern in diesem ICE hier vorne, in dem Bereich, befindet sich eine Videokamera. Und diese kleine Videokamera sendet das Videodatenformat über einen WLAN-Router, der hier im ICE ist, direkt zu einem WLAN-fähigen Computer dort. Der Beweis dafür, dass das Ganze live ist, möchte ich Ihnen erbringen. Ich gehe mit der Hand vor das Objektiv. Sie sehen meine Hand zweimal, einmal direkt von der Kamera und einmal vom ICE aus. Das ist der Beweis, also alles live. Nun lassen wir den ICE mal fahren und somit werden Sie gleich mal so unsere Räumlichkeiten sehen, in denen wir hier agieren. Auf geht's. Sie sehen, das Licht brennt mit gleicher Helligkeit. Und jetzt drehen wir eine Runde durch unsere Räumlichkeiten. Jetzt sehen Sie da schon die zweite Kamera. Eine Runde werden wir fahren. Und das sollte es dann ausreichen. So. Das war der Funktionsartikel Videokamera in der Lok, hier im speziellen Fall im ICE. Inzwischen habe ich schon den nächsten Funktionsartikel auf die Gleise gestellt, einen D-Zugwagen. Bei dem können wir die Türen öffnen und schließen, die Innenbeleuchtung schalten. Natürlich, wie ich vorhin schon sagte, alle Funktionen unabhängig von der Geschwindigkeit. Also funktioniert das alles auch hier im Stand. Schalten wir zuerst die Beleuchtung im Waggon ein und aus. Dieser Waggon trägt eine LED-Beleuchtung. Öffnen wir mal die Türen, eine Seite. Und wir schließen dieselbe. Mit Sound geht das. Sie hören es klappern. Die andere Tür. So, das war der Waggon mit den öffnungsfähigen Türen. Funktioniert alles nur mit einem entsprechenden Digitalsystem. Kommen wir nun zu einer Dampflok der sogenannten BR44. Diese Dampflok hat einen speziellen Sounddecoder mit einem ganz speziellen Sound, nämlich dieser Sound, den wir gleich hören werden, ist von der Firma Henning aus Arnstadt in Thüringen verfertigt. Hören wir uns das mal an. Wir schalten den Sound ein, geben einen kurzen Achtungspfiff, lassen die Lok fahren, wir hören die Steuerung. Hier ist auch wiedergegeben, dass diese 44 eine Dreizylindermaschine ist, das hören wir auch. Jetzt der Pfiff. Ein schöner, satter Ton im Bassbereich.
Man kann förmlich hören, dass er durch die Thüringer Täler fährt. Jetzt soll der Lokführer mal den Regler ein bisschen weiter aufmachen. Also, werte Damen und Herren, ich denke, ein überzeugender Sound. Werte Zuschauer, bislang haben Sie gesehen und gehört Triebfahrzeuge, Waggons aus dem Hause Rocco. Nun haben wir aufgegleist eine Lok, die jeder Thüringer im Raum Ilmenau-Erfurt kennt. Die 94-1292, eine Lok aus dem Hause ESU. Diese Lok der Firma ESU hat folgende Funktionen: Digitalkupplung, Sound, natürlich Lokpfeife und einen getakteten Rauchgenerator. Und das wollen wir uns mal anschauen. Als erstes mal der Pfiff. Typisch für die 94, nicht ganz so in den Bässen drin, war aber beim Original auch genau so, wie wir es eben gehört haben. Lassen wir sie mal fahren. Der Lokführer öffnet die Steuerung. Jetzt mit Rauchgenerator. Ein getakteter Rauchgenerator, der die Abdampfschläge entsprechend des Radumlaufes von sich gibt. So, also ein getakteter Rauchgenerator. Nun werden wir uns die Digitalkupplung anschauen. Wir werden jetzt die 94 von dem Gepäckwagen abkoppeln. Digitalbefehl ist gegeben zum Abkuppeln und die Lok entfernt sich vom Wagen. Wir haben abgekuppelt, ohne Entkupplungsgleis, digital angesteuert. Wir sehen auch nochmal sehr eindrucksvoll den getakteten Rauchgenerator. Das Ganze optisch und akustisch synchronisiert. Sie haben somit sehen können, was man mittels Digitaltechnik alles verwirklichen kann. Wir dürfen also erleben mehr Spielwert, mehr Funktionalität. Wir haben gesehen, Beleuchtung unabhängig von der Geschwindigkeit und schaltbar, eine Schneeschleuder in voller Funktionalität, eine Videokamera, öffnungsfähige Türen, Sound, Digitalkupplung und einen getakteten Rauchgenerator. All das, was ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, ist, und das möchte und muss ich betonen, völlig unabhängig vom verwendeten Digitalsystem zu realisieren. Denn, Sie haben es auch gemerkt, ich habe mit keinem Wort erwähnt bis jetzt, dass wir hier eine Z21 stehen haben mit einer Multimaus bzw. mit einem Tablet-PC oder Smartphone ansteuerbar. Also all diese Funktionen können Sie mit jedem beliebigen Digitalsystem realisieren. Wie wir nun Decoder einbauen in die Lok, in die Weichen, wie wir die Z21 im Speziellen zu handhaben haben,
Das werden wir in der nächsten Sendung Ihnen zeigen.